Liebe Schüler, in diesem Video möchte ich euch etwas über die Kommaschreibweise in Meter erklären. Dafür hilft euch diese Tabelle. Und zwar seht ihr, hier sind die Meter und hier sind die Zentimeter angegeben. Nehmt also an, ihr hättet eine Strecke von 2 Meter und 31 Zentimeter gemessen. Für die Kommaschreibweise müsst ihr euch einfach merken, dass das Komma immer Meter und Zentimeter trennt. Also sind 2 Meter und 31 Zentimeter 2,31 Meter auch. Das ist das Gleiche. Noch ein Beispiel. Wenn ihr eine Strecke von 5,50 Meter gemessen habt, dann sind es in der Kommaschreibweise 5. Und jetzt trennt das Komma Zentimeter und Meter, also Komma 5,0 Meter. Eine Besonderheit ist die, wenn ihr gemessen habt, 1 Meter und 6 Zentimeter. Dann seht ihr, es sind keine vollen 10 Zentimeter da. Diese vollen 10 Zentimeter, wenn sie nicht da sind, sind also 0. In der Kommaschreibweise sind es also 1,06 Meter. Okay, das können wir nochmal als Beispiel machen. Das ist ein bisschen schwer. Wenn es sind 9 Meter und 7 Zentimeter, dann seht ihr auch wieder, hier sind die vollen Zentimeter, vollen 10 Zentimeter leer geblieben, also sind es 0. Und in der Kommaschreibweise sind es also 9,07 Meter dann. Ja, ihr müsstet also jetzt drei Schreibweisen kennen. Und zwar, wir machen noch ein Beispiel, wenn es sind 4 Meter und ja, nehmen wir mal 34 Zentimeter, dann sind es in Zentimeter ausgedrückt 434 Zentimeter und in der Kommaschreibweise 4,34 Meter. Ja, das Ganze geht auch dann schwieriger wieder, 6 Meter und 9 Zentimeter sind dann in der Zentimeterschreibweise 609 Zentimeter und achtet auf die 0, 6,09 Meter in der Kommaschreibweise. Richtig. Auch schwer ist, was ein halber Meter in der Kommaschreibweise ist. Wir wissen, dass, und das kann ich vielleicht hier auf der Tabelle noch reinzeichnen, ein halber Meter sind 50 Zentimeter, das heißt, es sind hier 50 Zentimeter. Machen wir hier einen Strich weiter. Das heißt, ihr seht, es sind hier bei den Metern, ja, habe ich nichts reingezeichnet und nichts ist in der Mathematik eine 0. Also ist ein halber Meter nichts anderes als 0,50 Meter. Das Ganze geht auch für 3,5 Meter. Dann habt ihr 3 volle Meter, also 3, und noch ein halber Meter, also 50 Zentimeter, 5,0 Meter.